Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Gespräch aus der Gesprächsreihe zu den Veränderungen in Kultur, Gesellschaft und Außenpolitik eben in diesen Umbruchzeiten. Heute aktuell anlässlich 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges. Mein Name ist Caroline Giel und ich diskutiere und wir diskutieren heute mit Markus Meckel. Wir sind hier an einem historischen Ort im Treptower Park beim sowjetischen Ehrendenkmal. Herr Meckel, was macht dieser Ort mit Ihnen? Das sowjetische Ehrendenkmal ist das Symbol für den Sieg der Alliierten. Aber in Berlin eben waren es die Sowjets, die uns befreit haben. Und gleichzeitig gilt natürlich, dass dies ambivalent ist. Ich bin hier als Kind hingegangen in einem Staat, der zum Ostblock gehörte und der zwar befreit wurde vom Nationalsozialismus, aber das führte nicht in die Freiheit, sondern in die nächste Diktatur. Und insofern ist auch dieser Ort für mich durchaus ambivalent. 75 Jahre danach, 75 Jahre nach dem Kriegsende, können wir uns fragen, welche blinden Flecken es bei uns in der Aufarbeitung in Deutschland gibt. Wir haben uns in Deutschland sehr stark konzentriert, und das ist natürlich auch nachvollziehbar, auf den Massenmord, auf den Genozid an den europäischen Juden. 6 Millionen Juden gezielt umgebracht, ausgerottet. Das ist unfassbar und es ist bis heute unfassbar. Und es ist wichtig, dass dies gewissermaßen zu unserem Gen in Deutschland gehört, diese Verantwortung auch weiterhin zu tragen und uns bewusst zu machen. Aber der Nationalsozialismus hatte noch viel andere Opfer, hatte noch viele andere Dimensionen, und die sind etwas zu sehr in den Hintergrund geraten. Der Vernichtungskrieg, die Besatzungszeit, insbesondere im Osten Europas mit Abermillionen Toten, davon weiß die Mehrheit der Bevölkerung nichts. Herr Meckel, Sie plädieren für ein dialogisches Erinnern. Ist das weiterhin so einfach möglich? Wir sind konfrontiert mit einer zunehmenden Instrumentalisierung des Gedenkens von der russischen Seite. Was würden Sie vorschlagen? Wie ist das dialogische Erinnern konkret möglich? Auch wenn Russland die Erinnerung gewissermaßen als Kit für die eigene Gesellschaft nutzt, weil Russland steht vor immensen Problemen, und dies ist natürlich auch dann sozusagen etwas, wo man sagt, hier ist sich die Führung und die Gesellschaft einig, weil schon unter Stalin dies der Punkt war, wo man sagte, hier haben wir etwas geschafft, und zwar den Nationalsozialismus abzuwehren. Dass dann man selbst furchtbare Erfahrungen gemacht hatte vorher mit Stalin, geriet dann eher in Vergessenheit. Und auch danach ist es ja so, dass die russische Erinnerung heute in Gefahr gerät, eher zu einer Bedrohung für die Nachbarn zu werden. Etwa die Aggressionen, die man heute spürt, wenn in Russland über Polen geredet wird, indem man dort Verantwortung versucht abzuschieben. Und das gerade für die Nation, die eben unter dem Hitler-Stalin-Pakt in besonderer Weise gelitten hat, ähnlich wie dann auch die baltischen Staaten. Wenn die Erinnerung faktisch ein Schwert gegenüber den Nachbarn ist, dann läuft etwas falsch. Und genau das passiert nach meiner Wahrnehmung jetzt in Russland. Was wir lernen müssen, ist, die Erinnerung mit den Nachbarn zu teilen. Und oft ist dies ja so, dass die Nachbarn gelitten haben, unter den, besonders den großen Staaten. Hier deren Erfahrungen mit aufzunehmen, im Dialog. Und insofern ist es, glaube ich, zentral, dass wir uns zum Beispiel fragen, oder dass wir heute Russland fragen, ob wir nicht eine gemeinsame Botschaft der Entschuldigung an Polen haben. Eine gemeinsame Botschaft an die baltischen Staaten, die eben okkupiert worden sind, wo auch Tausende und Abertausende dann nach Sibirien deportiert worden sind oder umgekommen sind. Diese Tragik der Länder dazwischen gehört viel stärker in unser Bewusstsein, als es bis heute in Deutschland bekannt und bewusst ist. Sie haben jetzt den Dialog mit Russland angesprochen. Kann man den heutigen Tag auch noch mit einem anderen Datum verbinden, den 22. Juni? Es wissen vielleicht
wenige in Deutschland, dass an diesem Tag, also am 22. Juni jedes Jahr, aber Tausende von sowjetischen Soldaten, aber auch deutschen Soldaten eingebettet werden in Russland. Der Volksbund der Deutschen Kriegsgräberfürsorge berichtet seit einigen Jahren, dass es zunehmend schwerer wird, auch Genehmigungen zu bekommen. Ist ein Dialog nicht möglich? Ist eine Versöhnung nicht möglich über den Gräbern? Ich halte das für möglich. Aber es hängt natürlich immer wirklich von den konkreten Menschen ab. Und da nun mal in Russland es ein zentralistischer, autoritärer Staat ist, der keine kommunale Selbstverwaltung hat, herrscht dann auch vor Ort oft Angst. Aber meine Erfahrung ist mit den konkreten Menschen. Gibt es ein solches Gespräch? Es hat in den vergangenen 30 Jahren oder 25 Jahren viel Begegnung gegeben, auch von alten Veteranen beider Seiten. Es hat so manchen in Russland gegeben, der sich dann darum gekümmert hat, dass auch deutsche Soldaten dass man ihnen ein Grab gibt. Aber hier gibt es dann wiederum auch auf deutscher Seite ein Problem. Wenn wir uns anschauen, die Schriftstücke des Volksbundes, Deutsche Kriegsgräberfürsorge, über diese Friedhöfe, da steht kein Wort von deutschen Verbrechen. Da steht kein Wort darüber, was Deutschland in der Sowjetunion oder eben auch in Russland, der Ukraine, in Belarus angerichtet hat. Mein Vater war deutscher Offizier der Wehrmacht. Ich weiß, dass er auch in Minsk war oder auch in den baltischen Staaten. Er ist dann im heutigen Lettland, im Kurland, in die Gefangenschaft gekommen und war 4,5 Jahre Gefangener. Ich frage mich ständig, was hat er dort getan? Wir können nicht jeden deutschen Soldaten die gesamte Last der deutschen Schuld auf die Schultern legen, aber wir können sie auch nicht entschulden. Und darüber ein Gespräch zu führen, wie können wir deutscher Soldaten im Ausland eigentlich gedenken, ohne dass wir auch diese Verbrechen verschweigen. Und ich glaube, das ist bis heute nicht gelungen. Sowjetische Soldaten haben zwar auch oft Furchtbares getan, aber sie haben uns befreit, genauso wie Briten, Amerikaner und übrigens auch Polen. Wer weiß in Deutschland, dass Polen mit zu unseren Befreiern gehörte? Ich halte Polen für den vergessenen Alliierten, weil Stalin verhindert hat, dass Polen einen solchen Status bekommt. Polen war, wenn ich es richtig weiß, der siebtgrößte Truppensteller der alliierten Armeen. Polen hat mit der Roten Armee Deutschland befreit, auch Berlin. Der polnische Schriftsteller Czepiorski hat mir erzählt, Anfang der 90er Jahre, dass er im KZ Sachsenhausen von polnischen Soldaten befreit worden ist. Polen waren die viertgrößten Truppensteller bei der Landung in der Normandie. Polen haben Monte Cassino in Italien sozusagen mit erobert und ihre Fahne oben auf dem Kloster gehisst, sodass dies gerade für Polen bis heute ein ganz zentraler Erinnerungsort ist. All das sind Dinge, die wir zu wenig wissen. Es gibt eine Initiative eines Polen-Denkmals, der den polnischen Opfern gedenkt. Sind Sie denn für ein solches Denkmal in Berlin? Ich halte das für einen sehr verständlichen Vorschlag, aber für einen falschen. Weil ich es für einen großen Fehler hielte, wenn wir jetzt anfangen würden, in Deutschland die Opfer des Nationalsozialismus nach Nationen getrennt mit Denkmälern zu versehen. Dies ist eine Sackgasse. Natürlich hat Polen Furchtbarstes erlitten. Außer den 3 Millionen polnischen Juden gab es noch 3 Millionen anderer Tote allein in Polen. Aber wenn ich mir Belarus anschaue, da ist zwischen einem Viertel und einem Drittel der Bevölkerung umgekommen. Oradour und Lidice mehr als 600 Mal. Ähnliches in Polen und in der Ukraine. Und deshalb glaube ich, sollten wir dieses vom Grundsatz her stärker machen und den Prozess beschreiben, die verschiedenen Erfahrungen, natürlich auch die Erfahrungen zwischen 39 und 41, die ja andere sind als dann ab 41, nachdem Hitler auch die Sowjetunion überfallen hat. Deshalb gibt es den Vorschlag, ein Dokumentationszentrum zu schaffen für den Vernichtungskrieg, für die Besatzung in Europa, um gerade diese Opfer stärker in den Blick zu nehmen. Was wären die drei wichtigsten Themen, die dieses Zentrum adressieren sollte?
dass Nationalismus verderblich ist, dass wir die Probleme dieser Welt nur gemeinsam lösen können und dass die Europäische Union die Gestalt gewordene Lehre aus den Schrecken der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist und dass die Werte, die wir dort festgeschrieben haben, die Werte sind, von denen her wir in die Vergangenheit schauen und auf die wir achten müssen bei der Gestaltung unserer Zukunft. Erinnerung in Zeiten von Corona. Die großen Paraden wurden abgesagt. Die traditionelle Parade in Moskau fällt aus, wird verschoben. Welche Folgen wird das für die Erinnerungskultur haben? Ich bin nicht sicher, ob es wirklich tiefgreifende Folgen hat. Meine interessante Erfahrung ist, dass gerade in diesen Wochen, wo man sich physisch kaum treffen konnte, viel digital passiert ist und da, wenn man sich persönlich trifft, man weite Reisen machen muss, manchmal, wenn man sich trifft, gerade in internationaler Arbeit. Digital ist es viel einfacher. Ich habe erlebt, sogenannte Webinars, also Seminare digital, wo 50, 80 Leute zusammen waren, aus Polen, aus Russland, aus dem Westen und aus international. Und es war viel mehr, als ich es dachte, dass es möglich wäre, dass man gut miteinander ins Gespräch kommen kann. Letzte Frage, wie sollte das Jubiläum, der Gedenktag in 5 Jahren aussehen, also 80 Jahre Kriegsende? Ich wünsche mir, dass er überall viel internationaler geschieht, dass wir viel mehr die Nachbarn und andere einladen, dass wir auch die Erfahrungen, die natürlich in 5 Jahren dann kaum noch von Zeitzeugen möglich sein werden, dass wir versuchen, so differenziert wie möglich auf diese Geschichte zu schauen und uns gegenseitig als Europäer oder auch natürlich im globalen Kontext die Bereitschaft haben, hinzuhören. Das halte ich für das Allerwichtigste im Augenblick, das Zuhören, das sich in die Schuhe der anderen stellen, die Erfahrungen der anderen erst einmal wahrnehmen und darüber ins Gespräch zu kommen. Herr Meckel, ganz herzlichen Dank.